3D-Brillen kennt man ja vor allem vom Videospielesektor. Jetzt sind wir heute aber eingeladen im Möbelhaus Huber, um eine 3D-Brille auszuprobieren. Herr Schimpfrössl, was kann man denn im Möbelhaus mit einer 3D-Brille anfangen? Ja, im Möbelhaus kann man mit einer 3D-Brille sehr viel anfangen. Früher hat es ja nur eine normale Planung gegeben, eine Grundrissplanung, eine Perspektive vielleicht. Und heute können wir wirklich einen Raum realistisch darstellen durch die Brille. Man setzt die Brille auf, man spaziert durch den Raum 1:1, wie man wirklich kriegt zu Hause. Und das ist, glaube ich, für jeden eine Wahnsinnserleichterung. Und ja, es ist einfach, glaube ich, ganz, ganz toll, dass man sowas hat dazu. Also, es gibt noch nicht viele Häuser, die es in Österreich haben, aber wir sind eine der ersten und das freut uns natürlich, und dass wir sowas den Kunden auch bieten können. Aber am besten ist, wenn man das mal ausprobiert, das Ganze, die Brille aufsetzt, durch seine Küche geht oder durch sein Schlafzimmer oder durch sein Jugendzimmer oder Gästezimmer, ganz egal. Wir können praktisch jede Planung auf die Brille spielen, sodass man das realistisch wirklich 1:1 anschauen kann. Würde ich sagen, tausch mal Brille gegen Mikro und nachher probiere ich das gleich aus. Perfekt, jawohl. Das ist schon ein bisschen, dass wir es schön auf die Augen setzen können. So, wir befestigen das da noch. Ja, Brille passt. Du siehst schon was. Jetzt gebe ich dir noch zwei Navigationsgeräte in die Hand, dass wir am Bildschirm sehen, wo du dich bewegst. Gell? Und jetzt bitte viel Spaß in deiner Küche. Danke. Also es ist echt fantastisch. Ich stehe jetzt quasi mitten in der Küche. Ich sehe einen schönen, großzügigen Essbereich. Vor mir befindet sich jetzt der alte Kachelofen, der ins neue Design eingearbeitet worden ist. Und jetzt gehe ich mal einen Rundgang durch die neue Küche machen. Also da ist schön der Herd. Man sieht die Arbeitsfläche ganz gut. Man kann quasi ausprobieren, ob einem die Höhe zusagt. Man sieht die einzelnen Kästen, die Schränke. Und wenn man jetzt so mal schaut, nachher sieht man schön im Blick aus der Küche in den Essbereich. Also es ist echt fantastisch, man steht wirklich im neuen Raum. Also es ist eine ganz super Technologie, weil da, so kann man sich richtig vorstellen, wie das dann neu gebaut ausschaut. Jetzt gehen wir nochmal in den Essbereich. Vorbei am Kachelofen. Da sind die Barhocker eingebaut, super. Also das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man sich neue Räume so plant, weil so kann man es halt dann direkt anschauen, ob einem das so zusagt. Das ist natürlich viel besser und viel aussagekräftiger als ein Plan auf Papier oder am Computer. Man hat wirklich das Gefühl, man kann jetzt in Herd angreifen und die Platten einschalten. Dann gebe ich dir jetzt, ich glaube, du stehst vor mir. Ja. Dann gibst du mir die lege mal auf die Seite. Ja. Ich gleich mit der Brille, dass wir die wieder runterbringen. So, dann ist man jetzt wieder links und rechts. So, da bin ich wieder. Und jetzt bist du wieder bei uns. Also das ist wirklich total lässig. Also man sieht so schön den neuen Raum und vergisst wirklich, wo man eigentlich gerade wirklich so steht. So soll es ja sein. Ja. Also, ja, es ist wirklich ganz toll. Man sieht ja wirklich 1:1 von dem Maße für alles her, wie es wirklich dann in meinem Raum einfach ist. Ja. Und das ist, glaube ich, schon ganz eine tolle Erleichterung für die Entscheidung, wenn man treffen muss für eine Küche oder für auch schon irgendeine Einrichtung. Ja. Glaube ich, schon eine tolle Sache. Ja. Gibt ja auch ein bisschen Geld aus. Und auch schon, wenn man sicher ist, genau so kriege ich das. Ja. Was Besseres kann man sich nicht wünschen. Dankeschön für die tolle Erfahrung. Danke.